Tadadada, sie kann fliegen! Du hast die Vogelstatue erhalten. Die Figur weist dich als Sieger des heutigen Zeremonie-Wegfluges aus. Zelda wird sich freuen. Hallo, der hat Psychokräfte, der kann sie in der Luft fliegen lassen. Ey, die war eben viel größer. Omnomnoms dich mal aus. Hm. Dann omnomnoms ich mal, während du gleich Link sprüllst. Link! Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Link. Küss ihn. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. Entschuldigung, aber Spekulatius ist lecker. Ja, sehr. Link, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbiegen. Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich diese Zeremonie auf, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Lüngling, nach alter Sitte schenkte die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinen Wolkenvogel stets gewogen sein mögen. Mein Gott, sie zieht sich aus. Der Segen der Göttin, ein weißes Segel tanzt im Wind. Für dich. Nein! Du hast den Parasol erhalten! Das ist sowas von stimmungszerfetzend. Aber er freut sich. Kannst du sicher da landen, wo du an hohen Orten hinabspringst. Punkt, Punkt, Punkt. Er riecht vertraut. Was soll das denn? Das ist eine heilige Zeremonie. Dieser Paraschallmann sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten von ihr auserwählt zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommen hast. Pass gut auf ihn auf, ja? Okay. Danke, Link. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. So, das war's also. Du weißt, was du jetzt tun musst. Oder etwa nicht. Zeichensprache ist toll. Sei der entschlossene Held. Ja. Haha, das gefällt mir. So kenne ich dich. Küss ihn. Von hier springst du runter. Das war so ein Augenblick. Das war so eine Verarsche. Ja. Siehst du das runde Bodenteil vor der Statue der Göttin? Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du es verkackst, bist du tot. Ja. Ja, wir müssen kurz hier Rollern runter machen oder Fenster auf und so ähnlich. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung B drücken, um den Paraschall zu öffnen. Öffne den Paraschall erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Wie mit die mich immer schubst. Du musst lenken mit der Fernbedienung. Mehr, du musst auf dem runden Ding landen. Ich wusste nicht, wie ich lenken soll, da vorne und rechts. Das ist wohl daneben.
Neige im Flug, die W-Fernbedienung deinem Fall auszubalancieren und die Richtung zu bestimmen. Versuchen wir es nochmal. Diesmal schubse ich dich nicht, also nimm all deinen Mut zusammen und spring. Sprinte über die Plattform, um abzuspringen. Verdichte nicht, B vor der Landung zu drücken. Versuch genau in der Mitte des runden Reliefs zu landen. Zurück, zurück, zurück. Hin, hin, hin. B, B, B. Yay. Ich habe super lange dafür gebraucht. Nach vorne und nach hinten ist ein bisschen... Ja. Und wenn du ein bisschen zur Seite machst, dann fliegt dir gleich so ein ganzes Stück. Das hast du toll gemacht, Link. Oh, die Aufnahme ist total blass. Ach was. Sag mal, Link, jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön und auch der Wind bläst nicht zu stark. Also, wie wäre es mit deinem kleinen Ausritt über die Wolken? Date! Entschuldigung. Ja, ich meine, in den anderen Zelda-Spielen, okay, Zelda ist halt mit ihm befreundet oder Zelda ist halt jemand, dem er hilft, aber hier spürt man doch so gesehen die sexuelle Anspannung. Oh, in Twilight Princess war es ja Elia. Ja, aber Elia war auch nicht so wirklich. Das ja, aber so das, wirklich. Das am Anfang war so ein Küssing-Moment vom Spiel von Twilight Princess, als sie da alleine waren bei der Quelle. Naja, nicht wirklich. Ja, also hier schon auf jeden Fall. Ja, okay, das war viel mehr. Link, hör mal, Link. Es kommt noch heftiger. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und jetzt, wo wir zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Weißt du was, Link? Du und ich, wir... Die allein deswegen hey, bin ich sauer. Was? So eine... Vollidiot. Link. Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Link. Endlich bist du aufgewacht. Oh. Als ein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hättet ihr keine großen Verletzungen davon getragen. Link, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Link redet. Man hört's aber nicht. Mhm. Oh, ein schwarzer Wirbelwind, das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Du darfst ihn noch nicht zu sehr anstrengen. Hör mal, Link. Als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst?
Vom Erdland hat sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt? Interessant. Oh, entschuldige. Ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen, wie dem auch sei. Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Hör mir zu, Link. Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. Mein absoluter Lieblingscharakter aus dem Spiel. Ernsthaft? Ich finde sie toll. Sie analysiert ständig Sachen. Ich weiß. Das ist aber voll nicht cool. Nicht, ja. Wie hieß die Tucke nochmal aus dem letzten Teil? Minna? Ja, ich habe Midna geliebt. Oh, Midna ist toll. Midna ist so genial. Midna ist viel geiler. Wie sie einen immer gezwungen hat. Tja, wenn du das nicht machst. Da wirst du deine Freunde halt nie wiedersehen. Mir doch egal. Wundervoll. Nein, Hilfe! Teufliches kleines Kätzchen! Katzen sind böse in diesem Spiel! Achtung! Du musst dich da lang kommen. Aber hier unten ist ja eine Kiste. Nicht nochmal vorlesen! Das hat mich schon. Er ist 20 Rubine wert. Was für ein Glück. Man sollte keine Katzen wecken, die schlafen. Keine Katzen. Katzen. Wir finden neue Wörter. Heute Katzen. Ich lasse mal kurz meine Ausdauer aufladen. So. Schütteln. Lass dir keine Zeit, wenn du dir Zeit lässt. Ist deine Anzeige leer? Sinkt durch Schütteln aber noch mehr, aber egal. Nee, tut sie nicht, du bist dadurch schneller. Klein. Du musst deinen Glibber erhalten. Nicht besonders hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen verwendbar. Bling! Glibber. Ich mag Glibber. Magst du auch Glibber? Ich mag auch Glibber. Es gibt auch einen Film, der so heißt. Ist er nicht sogar mit Eddie Murphy? Jedes Springen verbraucht uns mehr Ausdauer. Als normal. Also zum Schluss braucht es gleich viel, aber es geht total schnell. Ich finde sie komisch aus. Ich finde sie cool. Magie! Los geht's! In die Statue. Epischer Moment. Vor dem hellen Mond. Hat die Statue ihre Flügel zusammengefaltet in der Nacht? Sieht so aus, oder? Ja. Cool. Ein Schwert in einem Stein, als wäre er Arthur.
Ich habe dich erwartet, dich vor meiner Schöpfer auserwählten. Fei, das ist der Name, den er mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Nimm nur das Schwert in die Hand, mein Gebieter Link. Ein geheimnisvoller Traum, mein plötzliches Erscheinen, die Angst und Sorge um deine Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. So lass mich dir noch etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Das Mädchen, das du suchst, Zeldas Leben ist nicht verloren. Diese heilige Maid, Zelda und dich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen sein. Ich werde dir dem Gebieter des Schwertes folgen. Nun zucke es und stecke es himmelwärts. Du musst es lange genug oben halten. Was tust du denn? Ich halte es gerade schräg, deswegen ist es nicht ganz gerade. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Das Schwert des Königs und Globus sehen wir es noch so schön. So ist es gut, Gebieter. Mein Gebieter. Link! Kann es denn sein, dass du es bist, Link? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwertes betreten wird. Es ist es! Hallo? Dieser Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling in dieser Gestalt am geheiligten Ort. Es begann vor einigen Tagen, das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass sich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Es ist, wie es die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führen das Schwert, beinahe noch ein Kind wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Diese mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbarung, die ein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Gedächtnis. Erwählt von der Göttin der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit seinem starken Geist. Kind des Schicksals, erwählt von den Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwertes, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen. Gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu verenden. Um die heilige Maid, um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren
musst hinabsteigen in eine weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Und dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemandem gelungen. Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nehmen Sie und platziere sie auf dem Altar in der Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, richte nun den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gegen Himmel streckst. Schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat.